Vadim, dieser Dokumentarfilm zeigt, wie Papier tötet. Gesetze, Vorschriften, Gutachten haben Vadim, einen jungen, russischstämmigen Asylbewerber, in den Selbstmord getrieben. Selbstmord, weil er nicht in seiner Heimatstadt Hamburg bleiben durfte. Selbstmord, weil er mit 10 Euro in der Tasche und allein in sein völlig fremdes Geburtsland Lettland abgeschoben wurde. Selbstmord, weil eine unpersönliche Bürokratie die Liebe und den Zusammenhalt einer Familie vernichtete. Die Szenen haben Sie gerade gesehen, das blaue Holzkreuz, blau war die Lieblingsfarbe des Sohnes. Und das andere Bild hier nur kurz angedeutet, was mich völlig erschüttert hatte. Ausländer, Asylbewerber stehen in einer unendlich scheinenden Schlange vor dem Ausländeramt. Eine Addition von Schicksalen, ihre gesellschaftliche Position ganz unten reduziert sie auf Aktenvorgänge und Statistik. Wir sehen später diese Leute zu den Schaltern stürmen. Sie wirken wie eine bedrohliche Masse für die Beamten. Aber es sind Verzweifelte. Sie sind in diese Konkurrenzsituation gezwungen. Wer wird es schaffen vor Schalterschluss? Und dann, auch das haben wir gesehen, die Privataufnahmen eines noch fröhlichen Jungen, der sich so wohl zu fühlen scheint. Er ist optimistisch. Er strahlt wie einer, dem die Welt gehört. Oder zumindest doch die Stadt Hamburg. Bilder, die keinen Kommentar brauchen. Ihre Präzision und nüchterne Schönheit überzeugten die Jury, denn sie sagen alles über misslungene Ausländerpolitik. Und Betroffenheitskitsch mag da gar nicht aufkommen. Carsten Drau und Hauke Wendler begannen ihre Arbeit kurz nach dem Selbstmord von Vadim, verstanden sehr schnell, was die Mechanismen der Duldung psychologisch anrichteten. Die Behörden sind kalt, sind menschenfeindlich, aber die Autoren lassen sich an keiner Stelle zur Skandalisierung hinreißen. Spröde die Szenen, spröde die Botschaft. Im Abspann spricht der Bruder Vadims die Filmemacher direkt an, eigentlich sogar uns alle. Sie werden mit ihrem Film keine Gesetze ändern oder die radikale Ausländerpolitik in Hamburg. Sie werden für einen Moment Mitleid auslösen, bis die Menschen wieder an sich selber denken. Einen hochpolitischen Heimatfilm haben Carsten Rau und Hauke Wendler geschaffen, denn die etwa 87.000 Asylbewerber in Deutschland sind bis heute nicht viel mehr als gesichtslose Aktenzeichen, die irgendwie registriert und verwaltet werden. Es ist ein bekanntes Problem und es ist eine erstklassige Aufarbeitung von ungeheurer Wucht. Nochmals Glückwunsch. Bitte? Spröde. Ja. Naja. Was hinter mir. Der Anwalt der Familie hatte sich ja relativ schnell nach dem Selbstmord an Sie gewandt, weil Sie auch, glaube ich, bekannt dafür sind, dass Sie solche Stoffe bearbeiten. Ab welchem Augenblick wussten Sie, dass das alles sprengt? Also die ersten Gespräche wollten wir ehrlich gesagt führen, um dem Anwalt der Familie klarzumachen, dass das, dass wir uns damit verheben würden mit der Geschichte. Wir wussten nicht, für wen wir das machen sollten, wie wir das machen sollten, wie wir das durchhalten sollten, auch finanziell, Fernsehen ist teuer, wer das überhaupt sehen will. Und dann war es irgendwann in der Mitternacht, kam Hauke von dem
ersten Gespräch mit den Eltern, dem zweiten Spiel aber nach Hause. Und wir, ich bin irgendwie von der Produktion nach Hause gekommen, bin rechts rangefahren, bin 3 Viertelstunden telefoniert. Und es war die Verzweiflung der Eltern in dem Moment, aber auch Haukes Kontakte. Das sind nicht unsere erste Produktion zum Thema Flüchtlingspolitik gewesen, sondern Haukes Kontakte und Erfahrungen, die dann immer relativ zügig klar gemacht haben, was für Abgründe sich aufgetan haben und was für eine grauenhafte Dimension Vadims Tod hatte. Und damit war klar, dass wir es machen würden. Herr Wendler, Sie haben den Film dank der Filmstiftung Hamburg-Schleswig-Holstein und dann etwas später, dann dank des NDR, dann doch realisieren und auch senden können. Aber es ist doch unendlich schwierig, gerade dieses Thema unterzubringen. Also natürlich ist im Fernsehbereich, glaube ich, es schwierig, so ein Thema unterzubringen, weil natürlich, das haben wir vorhin in der Rede von Herrn Brende auch gehört, Journalismus unterliegt heute auch thematisch Konjunkturwellen. Und das Thema Asyl ist, ich habe begonnen, mich mit dem Thema Anfang der 90er Jahre auseinanderzusetzen. Das war mal ein Höhepunkt. Da gab es wirklich viel Interesse zu dem Thema. Heute hat man natürlich in vielen Redaktionen auch die Reaktion, ach, Duldung oder Asyl haben wir schon gemacht, kennen wir schon. Und ganz ehrlich muss ich auch sagen, ich kann das verstehen. Da sitzen Redakteure in Redaktionen, die sind aufgefordert, Filme zu machen. Die werden heute mehrheitlich an Quoten gemessen. Unter den Kollegen selber bemisst man das auch an Qualität. Aber es ist ein enormer Druck. Und so ein Film lebt immer auch von einem Quäntchen Glück, dass man die Menschen sozusagen in dem Leben, das man da porträtiert, vorfindet, die so einen Film auch tragen können. Mhm. Ich finde, und dafür sind wir den Eltern Vadims beide extrem dankbar, das Herausragen, was gerade die Mutter, also Viktoria, geleistet hat, in der Aufarbeitung dieses Schicksals ihres Sohnes für sich selber, wird sie damit scheitern. Aber für uns, finde ich, ist das ein Stück, aus dem man viel lernen kann über das, was Bürokratie anrichten kann im Leben. Und ich glaube, das geht weit über diesen Fall hinaus. Da geht es nicht um einen Jungen, der sich umgebracht hat, sondern es geht um diese 87.000 Menschen und auch andere Bereiche. Und dann, finde ich, braucht man halt eine Redaktion. Und deshalb sitzt da vorne unsere Redakteurin Barbara Denz. Dann braucht man eine Redaktion, die einfach sagt, ich habe mir euren Trailer gestern Nacht angeschaut und wir machen diesen Film. Mhm. Und dann hat man halt ein Jahr als kleine Firma daran gearbeitet. Aber solange man weiß, dass meinetwegen in dem Fall der NDR oder die Filmförderung dahinter steht, dann kann man das halt auch machen. Und er läuft ja auch bald im Ersten. Sagen Sie ruhig das Datum. Ja genau, der Film läuft am 9. Januar um 22.45 Uhr im Ersten Programm. Und wenn das zufällig so das ein Tag ist... Das gilt als früh. Genau. 22.45 Uhr, wenn das zufällig so ein Tag ist, wo Sie den ganzen Tag über so ein Gefühl haben, ach, es war heute eigentlich alles so schön und ist so gut gelaufen, dann würde ich empfehlen, dass Sie sich diesen Film nochmal angucken, dann verspreche ich Ihnen, dass wir Sie vielleicht wieder so ein bisschen zum Einschlafen von diesem Hochgefühl runterkriegen könnten. Vielleicht meine letzte Frage. Man hofft ja eigentlich, dass nach einem solchen Film sich doch irgendetwas ändert. Wie hat die Ausländerbehörde darauf reagiert? Also ich beantworte es nochmal, wir haben diesen Film zusammen gemacht, aber ich beantworte es, weil ich mit dem Leiter der Ausländerbehörde, Herrn Ralf Bornhöft, gesprochen habe. Ich hatte das Vergnügen, mit ihm längere Zeit sprechen zu dürfen. Das Telefoninterview, das in dem Film drin ist, dauert 40 Minuten. Herr Bornhöft hat diese Behörde 20 Jahre lang geleitet. Das heißt, auch dieser Mann ist verantwortlich für diese Politik, die da betrieben wurde. Die Behörde hat danach gar nicht reagiert. Ne? Also Herr Bornhöft ist heute auf eine andere Position versetzt worden, aber das ist nicht dank unseres Filmes, das würde ich mich sehr freuen, wenn ich das behaupten könnte. Das ist eher dank der Arbeit, die viele, viele Kollegen, namentlich möchte ich dann nochmal Michael Richter erwähnen, mit seinem ARD-Film Abschiebung im Morgengrauen über Jahre geleistet haben. Da sind wir vielleicht ein Wassertropfen, aber Herr Bornhöft ist heute nicht mehr da. Das Problem ist bloß, dass die Politik hat sich nicht grundsätzlich verändert. Wir haben kleine Gesetzesveränderungen, die Kinder und Jugendliche betreffen, aber die 87.000 Menschen, die da heute leben, die leben unter den gleichen Bedingungen, unter denen Vadim sich umgebracht hat. Und das ist so ein bisschen kleine Randbemerkung von uns beiden. Wir haben da in diesen 2 Jahren von dem Film immer wieder viel drüber geredet. Das ist hier heute ein wunderschöner Abend für uns. Das wird so einer der Abende sein, über den wir mal irgendwann so später hutzelig dann so reden. Das ist toll, hier zu stehen und so einen Preis entgegenzunehmen und den sich nachher an die Wand zu hängen, die Urkunden, und die Dinger da vorne zu den anderen zu stellen und zu denken, so, das haben wir jetzt gewonnen. Das ist toll. Aber es ändert halt gleichzeitig gar nichts daran, dass die Geschichte, für die wir diesen Preis bekommen haben, nach wie vor fortbesteht.
Die Mutter, die Sie im Film eben gesehen haben, ist 2 Jahre älter als ich. Die Eltern sind beide psychisch so krank, dass sie nie wieder gesunden werden. Der Sohn ist tot. Und ich finde, das wird den ganzen Kollegen, die hier sitzen und auch über solche schrecklichen sozialen und menschlichen Schicksale berichten, genauso gehen. Die Arbeit an diesen Sachen ist immer sehr zwiespältig. Einerseits kriegt man dafür diese große Aufmerksamkeit und verfolgt ganz egoistische Motive. Unsere Firma macht eine Produktion, wird genannt etc. Andererseits weiß ich, dass es den Eltern genauso geht. Ich denke, das gehört zu unserem Beruf dazu. Ich kann das nicht ändern. Ich will auch niemand diesen Abend hier verderben. Aber ich finde, das hat auch einen Platz heute Abend hier auf dieser Preisverleihung. Ja, und mir bleibt jetzt nur, mich wirklich auch ganz persönlich zu bedanken, weil gute, große Dokumentarfilme können insbesondere die Öffentlich-Rechtlichen brauchen. Es muss mehr davon geben. Dankeschön. Ja.